Hey Leute, wir sind hier bei Octodad und müssen uns durch diesen Wirrwarr von Leuten da unten irgendwie durchwirren. Ich probiere es mal auf der anderen Seite. In der letzten Folge bin ich auf der einen Seite da kläglich gescheitert. Okay, auf der geht's wohl auch nicht. Ja, mach voll. Yippie. Auf ein neues. Finde ich auch irgendwas, womit ich mich da durchbewegen kann. Ein Driet, Mann! Scheiße, wie komme ich denn hier durch? Okay, ich muss irgendwie da hochkommen. Komme ich denn Leiter hoch mit dem Vieh? Das möglichst schnell. Ewig dauern, bis ich da hochkomme. Kann man das nicht irgendwie cheaten oder sowas? Nicht außen. Ganz vorsichtig. Wie mache ich jetzt weiter? Giant came.
Sehr schön. So, perfekt. Ich hatte schon Angst, dass wir hier ewig festsitzen. Jetzt kommen. Warum sind ja eigentlich in der Nacht die ganzen Meeresbiologen? Kann mir das mal jemand erklären? Wir haben es bis in die Cafeteria geschafft, Leute. Yes. Der erzählt ihnen gerade, dass es ein Oktopus war und die glauben dem nicht. Jetzt will sie gehen, weil es Zeit für die Kinder ist, ins Bett zu gehen. Die Kleine hat wohl immer gewusst, dass es ein Oktopus war? Und für die Frau erklärt das jetzt alles. Und er will ihn jetzt umbringen. Und jetzt sind wir gebraten. Und wir müssen wohl wegrennen. Und jetzt sind wir ins Feuer gekommen. Und wir dürfen nicht ins Feuer kommen. Wer hätte das gedacht? Und wir müssen auf dem Tisch bleiben. Ich wollte da nämlich gerade über den anderen drüber, den man da rechts sieht. Aber wir sind wohl irgendwie ins Feuer gekommen. Schon wieder verbrannt. Okay. Perfekt. Oh fuck. Sind wir jetzt trotzdem oben, bitte? Stacy ist am anderen Ende. Wie kommen wir da jetzt sicher hin? So nicht? Okay, mal eben anders hinsetzen. Boah, bin ich talentiert. Da kommen wir nicht rüber, müssen wir da ganz hinten hin.
denke ich. Warum muss die Steuerung auch so schwierig sein? Wir müssen uns aber nicht beeilen, oder? Komme ich denn da rüber? Ja, mal hier lang. Na, 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 ein Spagat. Na, 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 nein. Das war jetzt nicht schon das Ende vom Spiel, oder? Ey, ich bin so weit gekommen. Das ist doch wohl nicht runterfallen. Was hat die gesagt? Ach, sie hat Angst. Okay. So, jetzt weiß. So, Familie. Immerhin. Bist du wahnsinnig? Nein, 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 nein. Nein, schäm dich. Nein. Ganz langsam. Sauber. Was müssen wir? Plug 3 Fisch irgendetwas. Wir müssen diese Fischlaternen finden, oder? Hä, wo sind die denn? Da müssen wir die von oben nehmen. Ich bin jetzt einmal rum, hier ist nix. Du dummes.
Sehr schön. Muss in Bewegung bleiben. Nicht, dass dieser Idiot mich bekommt. Ich verstehe auch nicht, was das für einen Sinn hat, dass wir diese Dinger da abdecken. Habe ich das Ding denn jetzt verloren? Ist der Fischkopf da? Ich war so gut. Mann. Sollen wir die Fischköpfe abhängen? Nochmal, komm. Muss nur treffen. Trifft doch richtig, Weib. Komm schon. Nochmal. Kaum richtig treffen müsste. Ich krieg die da selber nicht drauf, da bin ich zu doof für. Meine Füße willst du essen? Die schmecken aber nicht sonderlich gut. Knapp, komm. Komm. Werf noch ein. Noch ein. Der sieht mich hier nicht. Muss wenigstens einen so werfen, dass ich da dran komme. Wieso wird das nix? Komme ich doch nirgendwo dran. Knapp. Komm. Come on. Komm schon. Ha! Hast du die Kinder? Krass, ne? Das sind meine Kinder.
Haha. Take care of the chef, hä? Kuckuck. Ja, was passiert jetzt? Love of all mankind. Er vergibt ihm. Der Oktopus vergibt dem. Die Familie liebt den Oktopus. Und der Koch wird nett sein. Happy End. Sie hat Schlimmeres erwartet, sagt sie. Das nächste Mal soll er ihr das 10 Jahre früher erzählen. Der Junge fragt gerade, wo sie dann her sind, wenn der Dad ein Oktopus ist. Und die lachen einfach nur. Super. Das war's auch schon mit Octodad. Das ging schnell. Ich gehe einfach mal, ne, den Abspann. Ich will mal gucken, was man hier noch so machen kann. Tschüss. Ich gehe da mal. Komm schon. Das war's mit Octodad. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Ciao, Leute.